Hart die Eisen, fest wie Stein. Ja, so muss ein Kampfsportler sein. Und was man hier bei euch gesehen hat, das trifft das auch voll zu. Also wir im Aikido, wir tun ja nur so. Weil Aikido ist eine Kampfkunst. Das hat Vor- und Nachteile. Bei uns gibt es keine Wettkämpfe, deswegen können die Stilrichtungen ein bisschen auseinanderdriften, weil uns jeder von gemeinsamen Nenner einigen muss. Der Vorteil ist vielleicht, dass wir auch noch Techniken üben können, alte Techniken, die man in jedem Wettbewerbsprogramm streichen muss, weil sie viel zu gefährlich sind. Die meisten von unseren Techniken richten sich direkt gegen Gelenke und Bänder und Sehnen. Das sind bei uns auch die häufigsten Verletzungen. Und das auch. Kommt selten vor, weil wir eben ohne Wettkampfstress miteinander kämpfen. Das sind eigentlich alles nur abgesprochene Bewegungen. Wir sind auch nicht die Shaolin-Mönche. Wir haben hier zwei dabei, die noch nicht mal ein Jahr Aikido machen. Und drei sind dabei, die zwischen zwei und drei Jahren Aikido machen. Und nur diese komischen Röcke anhaben, die machen es dann schon etwas länger. Gürtelfarbe tragen wir nicht. Die Prüfung machen wir aber ganz genau. Dann fangen wir gleich mal an. Die erste Gruppe. Das sind jetzt Anfängertechniken, die man vielleicht als erstes gelernt bekommt. So Armstreckhebel. Ja, gut so, vielleicht euch verschiedene Einsatzformen, die immer standardisiert sind, von hinten und vorne. Thank you.
Aikido kommen dann auch noch drei Waffen vor. Das Zando, das Messer. Jo, der Stock. Der Größe eines Besenstiels. Und ein Holzschwert. Bok Ken. Also Ken ist nicht nur der Freund von der Barbie, sondern heißt auf Japanisch Schwert. Da kann man Katas üben und auch Kämpfe gegeneinander. Stock gegen Schwert, Stock wegnehmen. Und Messer sind natürlich nur die Abwehr. Stöcke haben wir uns jetzt begrenzt, nur auf Stock wegnehmen, falls wir in den Stock angegriffen werden. Oder es gibt auch so wie ähnlich wie beim Kaido. Die Verteidigung im Angriff im Linken. Schau mal.
richtig gemischt. Blut abspritzen. Der Begründer von Judo, der Meister Kano, und der Begründer von Aikido, der Meister Ueshiba, die haben sich ja persönlich gekannt. Es ist also in derselben Zeit entstanden. Judo war natürlich am Anfang viel erfolgreicher. Und im Aikido hat es noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg gedauert, dass das bisschen Fahrt kam. Aber es hat gemeinsame Wurzeln, das sieht man auch schon. Was jetzt noch ein Unterschied ist, dass im Aikido auch gegen mehrere gekämpft wird. Aber auch da liegt man fest, bei euch gibt es ja auch einen Randori, aber mit anderen, bisschen anderen Inhalten. Entweder ist die Angriffsform festgelegt für alle, oder die Technik des Verteidigers. Dann darf jeder angreifen, wie er will. Das Randori bei uns gegen viele ist dahingehend auch interessant. Die Angriffsform ist Shobuchi. Das heißt, genau, Boin, Limmenscheide ziehen. Ich meine, das würde heute keiner mehr machen. Ich komme halt von der Bahn, ich dachte, was in der Hand. Aber in der Kneipe ist der Erbst, so ist noch Aschenbecher. Gut, Aschenbecher gibt es auch nicht mehr. Hier klatscht ihn. Dann macht der Angriff dann schon wieder Sinn. Gegen ihn versuche ich mich zu verteidigen. Wenn man gegen mehrere kämpft und bewegt sich nicht, sondern denkt, ja, lass ihn doch mal kommen. Lass ihn doch mal kommen. Dann ist es zu spät. Auch wie bei der Selbstverteidigung, wenn man eingekreist ist und man sich den Weg bahnen muss, also entweder versuchen, den Anführer umzuhauen, um die anderen auf Distanz zu halten, oder den Chefs umhauen, um den Fluchtweg zu öffnen. Okay. Und auch hier, wenn sie alle gleichzeitig bei einem sind, muss man sich dann halt selbst auch bewegen. Vielleicht noch versuchen, die Gegner einfach auszuschütteln. Uns auch noch für die Einladung vom Host, Geiger, der nicht nur euer Host ist, der ist auch unser Host. Herzlichen Dank. Das war eine beeindruckende Demonstration. Ich glaube nicht, dass ich allzu viel verstanden habe. Also die Wurzeln sind sicher die gleichen beim Judo, aber ansonsten die Wirkprinzipien scheinen mir doch ganz andere zu sein. Ich hoffe jetzt, dass nicht allzu viele aus der Judo-Abteilung abwandern und zum Aikido gehen. Oder wenn, dann sollen sie beides machen. Ich will jetzt auch mal testen, was da ruhig auf der Also gut. Unser Haus. Wow, Mann.